Mach doch mal Tests von günstigeren Gitarren, die nicht 3000 Euro kosten. Bekomme ich in letzter Zeit relativ häufig unter meine Videos geschrieben bzw. als Nachricht geschickt. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe einfach mal geguckt, was habe ich denn noch nicht getestet, was ich aber schon oft empfohlen haben, vor allem Schülern von mir, als ich damals noch in echt unterrichtet habe. Und das waren ganz oft diese Yamaha Pacifica Gitarren. Also habe ich einfach mal Yamaha kontaktiert und die waren bereit, mir diese beiden Gitarren auszuleihen für einen Test. Also danke Yamaha. Und ich habe mir heute was Besonderes überlegt und zwar werde ich ganz viele Sachen aus meinen Kursen spielen. Und zwar genau genommen aus dem Grundkurs Akustikgitarre, allerdings werde ich es mit der E-Gitarre spielen, aus dem Grundkurs Solospiel und aus dem Grundkurs E-Gitarre und damit die Fortgeschrittenen nicht zu kurz kommen, auch ein Riff aus meinem Funkkurs. Also 4 konkrete Beispiele und zwar jeweils mit Jam-Tracks, damit du die Gitarre auch im Mix hörst. Und das werde ich dir heute mit jeder von den beiden Gitarren demonstrieren. Das hier ist die Pacifica 012 und wir werden später auch noch die 112J testen. Diese hier um die 220 Euro, nicht made in China, made in Indonesia. Und die andere ist auch made in Indonesia. So, wo unterscheiden sich die Gitarren? Ich glaube, es ist tatsächlich nur das Korpusholz, hier undefiniert, sagt keiner, denn es ist wahrscheinlich das, was gerade da ist. Und bei der Pacifica 112J ist tatsächlich Erle am Start. Und das ist ein richtig gutes Holz für Gitarren in einer S-Style. Ja, also Gitarren in S-Style, Strat-Style. Ich habe die aus der Verpackung geholt. Ich musste sie stimmen. Die waren, also die Saiten waren etwas locker, aber sonst auch nichts. Ich musste nichts einstellen. Es gibt keine groben Verarbeitungsfehler. Wenn man jetzt ganz spitzfindig ist, bei der 012 die Bünde hier so ganz leicht rau. Aber das ist halt auch einfach bedingt, dass in Singapur halt wesentlich höhere Luftfeuchtigkeit ist und hier momentan sehr geringe Luftfeuchtigkeit. Wobei, es geht wieder. Ich muss wieder alle Gitarren einstellen, weil die Luftfeuchtigkeit wieder zunimmt. Aber wie gesagt, ansonsten perfekt eingestellt. Die kann man direkt so spielen. Nix Dead Spots. Und das sind auch Gitarren, die nicht einfach nur so von wegen, ja, für einen Anfang reicht, das kommt irgendwie in Ton raus, sondern die schwingen richtig. Das hier ist die 112J. Pacifica 112J. Und ich habe es schon gesagt, glaube ich, der Unterschied ist das Korpusholz. Natürlich die Lackierung, dieses ziemlich schön gemachte Sunburst hier. Ja. Es ist hier ein Erlebody und oben die Mechaniken sind ein bisschen besser, würde ich sagen. Die anderen sind nicht schlecht, aber die sind ein Tick besser. Ja, ansonsten ist der Unterschied, ich würde sagen, nicht vorhanden. Die spricht ein bisschen direkter an. Schwingt ein bisschen besser, aber der Unterschied ist jetzt wirklich so im 10% Bereich oder sowas, würde ich sagen, oder 5% Bereich. Ich spiele euch jetzt diese Beispiele vor und meine Cutterin wird zwischen diesen Beispielen hin und her switchen, sodass du praktisch hören kannst, ob ein Unterschied da ist oder dass halt eben kein Unterschied da ist. Vom Gefühl her, wie gesagt, würde ich der so 5%... 5-10% besser geben. Ist auch genau das, was ihr mehr kostet. Insofern, ja, komme ich am Schluss nochmal dazu, welche ich dir jetzt im Endeffekt empfehlen würde. Aber jetzt kommen die ganzen Beispiele immer mit beiden Gitarren hin und her geschaltet. Viel Spaß damit. Wir legen los mit dem Grundkurs Akustikgitarre. Lektion 8 und das ist eine Akkordfolge im Stil von Hotel California. Thank you.
So, kurz zwischendurch die Specs der Gitarren. Die werden jetzt gleich eingeblendet von der Lisa Marie, die mittlerweile meine Videos schneidet. Ne? Hier werden die Specs der Gitarre eingeblendet. Das Ganze spiele ich übrigens über meinen Engel Fireball 25 und hatte gerade einfach den Clean Sound des Fireballs an. Okay, da wir jetzt bei den Clean Sounds sind, mit genau dem gleichen Clean Sounds, jetzt für die Fortgeschrittenen unter euch, keine Angst, Solospiel und E-Gitarre Einsteiger kommt auch direkt noch, biete ich euch jetzt mal Riff 13 aus Lektion 19 von meinem Funk-Kurs vor. Okay, funky, klappt also auch wunderbar. Kann sie auch Jazz, werden vielleicht ganz wenige von euch fragen. Wir machen mal mein typisches Jazz-Lick hier. Also zur Not geht's, würde ich sagen, aber eine Gitarre für Jazz sollte meiner Ansicht nach einen Hamburger am Hals haben. Weiter geht's jetzt mit den verzerrten Sachen und wir machen jetzt den Grundkurs E-Gitarre. Und zwar spiele ich dir davon den Abschlusssong vor auf dem Endtempo 150 BPM. Und als letztes hätten wir jetzt noch den Solokurs. Und beim Solokurs spiele ich dir das Solo 7 vor und das Tempo ist 85 BPM. We'll be right back.
Das waren 4 Demos mit dieser 012er Gitarre und natürlich habe ich die andere dazu gemixt. Mein Fazit ist, ich habe die schon empfohlen vor über 20 Jahren. Das war nicht exakt die Modell, da gab es eine ganz normale 112 ohne J oder es gibt mittlerweile eine J und eine V. Die V ist etwas höherwertiger im Bereich von 330 Euro und die 012 gab es damals auch schon. Damals muss ich sagen, war der Unterschied zwischen der 012 und der 112 größer. Heute ist der Unterschied zwischen der 012 und der 112 wirklich nicht besonders groß. Also es ist das Korpusholz, das Vibrato-System ist das gleiche, die Pickups sind, soweit ich weiß, die gleichen. Was sich unterscheidet, sind die Mechaniken. Die sind bei der 112 etwas höherwertiger. Früher waren die auf der 012 wirklich ein bisschen schlechter. Die haben die upgegradet. Die sind zwar immer noch nicht so gut wie die auf der 112, aber völlig okay. Also wenn du die 30 Euro sparen willst, kannst du dir die 30 Euro sparen. Ansonsten, wenn du sagst, 30 Euro ist jetzt nicht viel, ich nehme die mit dem geilen Erlebody, dann nimm die. Ansonsten kann ich sagen, das sind super Optionen für hochwertige Einsteigergitarren. Und es ist schon was ganz anderes als diese 70, 80, 90 Euro Dinger, ne? Also es ist was ganz anderes. Das ist eine Gitarre, die brauchst du nicht zu verkaufen, wenn du dir mal eine bessere holst, so 500, 600 Euro, sondern die kannst du behalten und kannst die als Ersatzgitarre am Gig spielen. Da habe ich eine kleine Anekdote. Und zwar hatte ich mal die 112 in einem schönen Weinrot. Und habe gedacht, so, jetzt guckst du mal. Und habe die zum Gig mitgenommen. Habe ich damals mit so einer Coverband gespielt. Und habe den ganzen Gig nur die Gitarre gespielt. Und damals habe ich ansonsten eigentlich so Custom Shop Gitarren gespielt. Also so Sigi Braun Custom Shop habe ich damals gespielt. So 4000 Euro Gitarren. Und dann habe ich dann die Bandkollegen gefragt, sag mal, ist euch was aufgefallen? Und die so, nö, klang es genauso gut wie sonst? Ja, ja, war gut, war das eine Solo war, ja, 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 war gut. Das ist echt nichts anders aufgefallen. Ah ja, deine Gitarre hat eine andere Farbe. Also, ja, die Teile taugen was und sind eine richtig gute Empfehlung für eine Anfängergitarre. Und eine Zweitgitarre als Ersatz oder wenn du eine holen willst, um auf Standard D zu stimmen oder Drop C oder sowas. Meine Empfehlung, Yamaha 012 und Yamaha 112. Ich würde die 30 Euro ausgeben und die 112 holen. Aber wie gesagt, die ist auch okay. Das war's für dieses Video. Vergleich der 012 und 112 Einsteiger Zweitgitarren von Yamaha. Dir vielen Dank fürs Zuschauen. Du kannst dir ja mal überlegen, ein Abo dazulassen, falls du nicht schon längst hast. Und das Glöckchen zu aktivieren, um über neue Videos informiert zu werden. Ich freue mich über jedes Kommentar und natürlich auch sehr über den Daumen nach oben. Ansonsten mach's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.